wir auch sofort an. Ich stelle Ihnen die Gäste der Runde jetzt mal vor, von außen, sofern es des Vorstellens bedarf. Ich fange mal hier an. Günter Lommer, wenn Sie das lesen, der Fußball und die Medien als heutiges Thema, könnten Sie eigentlich gleich wieder nach Hause gehen, weil vom Sport steht ja hier nichts außerhalb des Fußballs. Als BLSV-Präsident, trifft Sie das? Ja, es trifft nicht nur mich. Ich meine, ich habe kein Problem damit. Ich war Fußballer, ich habe aktiv gespielt, bin dem Fußball sehr verbunden und schaue ihn natürlich auch gerne. Aber unter dem BLSV-Dach gibt es 54 Sportfachverbände und Sie können sich vorstellen, wie häufig andere natürlich bei mir oder auch beim Bayerischen Rundfunk anklopfen und sich beklagen, dass da zum Beispiel deutsche Meisterschaften stattfinden und keiner nimmt Notiz davon, keiner kommt, keiner berichtet darüber. Und da ist die Bitternis natürlich schon sehr, sehr groß. Ich meine, ich kenne die Tatsachen. Ich weiß, dass Fernsehen, Rundfunk auch von Quote leben. Und wenn mir der Herr Rabe sagt, naja, wir würden ja gerne, aber wenn halt da 6.000 zuschauen, dann ist es nicht gerade förderlich für den Bayerischen Rundfunk. Und deswegen können wir da nicht hin. Oder wenn ich das im Blickpunkt Sport bringe, dann muss ich wieder schauen, dass ich vorne was Interessantes habe und hinten, damit die Leute zwischendurch nicht abschalten. Das sind natürlich Probleme, die ich den Fachverbänden schon auch darstelle, weil es vor allem auch häufig so ist, dass nicht mal die, die die Sportart ausüben, dann mehr oder weniger zuschauen. Also das ist bitter, aber wahrscheinlich nicht abzustellen. Wir hätten es gern anders, aber wir müssen uns wohl im Moment mit den Gegebenheiten abfinden. Stichwort Rabe ist das ideale Stichwort. Werner Rabe sitzt links von mir, Sportchef des Bayerischen Rundfunks, auch für den Hörfunk zuständig, nicht nur Hauptabteilungsleiter für Sport und Freizeit. Werner, wenn du das hörst, wie oft kommt er denn, Günter Lommer, und steht bei dir vor der Tür und bettelt für irgendwelche Sportarten? Ja, Gott sei Dank haben wir ein ganz positives Verhältnis. Wir sind in den meisten Fällen, wie sich ja eben das auch schon angedeutet hat, da auch einer Meinung. Er gehört nicht zu den Menschen, die es auch gibt, die nun täglich anklopfen und uns auf unsere Berichterstattungspflicht, wie es dann manchmal so schön heißt, hinweisen. Ich gehe häufig auch zum Landessportverband, referiere dort, erkläre, wie man ins Fernsehen kommt, dass man auch eine Geschichte braucht, dass es nicht ausreicht, nur Live-Sport anzubieten, gerade aus den Sportarten, die nicht so im Fokus stehen. Und ich sage dann natürlich auch immer, wenn man sich vorstellt, der Sport behauptet immer von sich, und das stimmt ja auch, dass fast jeder dritte Bürger Bayerns im Landessportbund organisiert ist, dass eigentlich dieser Landessportbund so etwas wie das Parlament der Autofahrer beim ADAC wäre. Und wenn ich dann sage, wenn immer nur 10% davon unsere Sendung schauen würden, ja, dann würden wir sicherlich auch noch mehr Sport machen. Ich habe dann immer so ein Paradeargument. Bei den Sportschützen ist es ja noch schlimmer. Wenn die haben noch eine höhere Dichte. Und dann sage ich immer, wir haben die Weltmeisterschaften im Sportschießen übertragen, wirklich vor 8.000 bis 10.000 Zuschauern. Ich sage dann immer gehässig, da hätten wir auch Videokassetten hinschicken können. Aber wenn zumindest die Sportschützen alle geschaut hätten, dann würden wir uns wahrscheinlich überlegen, das sehr viel häufiger zu machen, weil da auch eine gewisse Resonanz ist. Wir sind eben auch nicht nur dazu da, ein Minderheitenprogramm zu machen, sondern wir müssen uns auch danach richten, was unsere Zuschauer interessiert. Und Herr Lenz hat es ja eben angedeutet, auch in der Abendschau, in der Abendzeitung stehen 4 Seiten Fußball und eine Seite der Rest. Das ist eine Tendenz. Wir bemühen uns, sehr vielseitig zu sein, und ich glaube, wir haben dann auch immer ganz gute Argumente, wo wir überall waren, was wir überall machen. Aber auf der anderen Seite können wir natürlich nicht bei 5.000 Sportveranstaltungen in Bayern an einem Wochenende tatsächlich alle 5.000 wahrnehmen. Wir müssen selektieren. Dabei spielt natürlich auch das Interesse, Sie können sagen, das vermeintliche Interesse des Publikums eine große Rolle. Wir kommen sicherlich, ich sehe da hinten schon Herrn Köck vom Volleyball, da sind gerade Weltmeisterschaften und keiner sieht zu, weil es nirgendwo übertragen wird. Das sind natürlich Fragen, die man sich stellen muss. Wir stellen uns das auch. Im Moment läuft eine große Internetkampagne auf einem Portal, und man sagt, wenn die doch bitte um eine Medaille spielen, übertragt doch bitte.
Wir werden dann immer gerufen, wenn Frau Kerber in Wimbledon im Finale steht, dann heißt das ARD, jetzt müsst ihr aber dahin. Vorher interessiert das auch noch keinen und nimmt uns auch keiner in die Pflicht. Da gibt es auch Rechteverhandlungen, die man dann schnell, wie gesagt, führen muss. Also es ist nicht ganz einfach, da die richtige Mischung zu finden und nicht nur jeden Tag Mails heute, früher waren es Briefe von erbosten Zuschauern, zu beantworten. Wir bemühen uns, den Sportkalender in Bayern, die Sportpalette in Bayern, jetzt im Bayerischen Rundfunk, einigermaßen objektiv abzulichten. Oftmals sind es auch die Rechte, die wir erwerben, um an die Bundesliga-Rechte zu kommen. Kaufen wir auch die Rechte der Frauenbundesliga, der dritten Liga ein und so weiter und so fort. Und dann entstehen daraus auch Verpflichtungen in Anführungsstrichen. Das ist kein einfacher Job. Das werden wir alles mit den anderen Sportarten noch vertiefen. Es fällt mir in dem Zusammenhang ein netter Spruch von Willi Daume ein, der damals NOK-Präsident war und ja in entscheidendem Maße daran beteiligt war, die Olympischen Spiele 72 nach München zu holen. Ich war ein ganz junger Reporter, kam auf Willi Daume zu und Willi Daume sagte, ich habe Sie schon im Radio gehört, Sie machen Fußball. Kommentieren Sie auch richtigen Sport? Diesen Satz habe ich Zeit meines Lebens mehr eingeprägt, aber es ist leider so gekommen, er hat recht gehalten. Werner, die Quote wurde von Günter Lommer schon angesprochen. Es war ein Quotenjahr für die ARD, die du ja entscheidend vertrittst hier heute Abend, nicht nur den BR. Du warst Teamchef in Sochi, es waren sehr erfolgreiche Winterspiele, nicht nur quotenmäßig, sondern auch was das Image der Übertragungen anbelangt, dann die Fußballweltmeisterschaft. Leistet sich die ARD, ganz ketzerisch gefragt, so etwas als Lebensversicherung, so viele Sportübertragungen und so viele Rechte an Top-Sport-Events, Olympische Spiele und Fußballweltmeisterschaften? Oder mutiert die ARD mittlerweile, wie man im Winter ja erkennen kann, wenn es Wintersportwochenenden gibt von 9 Uhr bis 17 Uhr, komplett nur Sportberichterstattung mittlerweile zu Eurosport 2, was es ja gibt, sagen wir Eurosport 3? Könnte man im Winter vielleicht annehmen, aber im Sommer war ja auch viel, viel Kritik an unserem Programm sicherlich nicht. Obwohl wir zum Beispiel am letzten Wochenende einen langen Sportnachmittag hatten mit Kanalrudern, mit einer Dopinggeschichte und mit Deutscher Tourenwagenmeisterschaft, also Motorsport. Wir mutieren sicher, eine Lebensversicherung mag es für uns sein. Ich komme jetzt mal auf das Beispiel Fußball-Weltmeisterschaft zurück. Ich glaube, diese Weltmeisterschaften haben bewiesen, dass in Deutschland besonders großes Interesse war. Das lag nicht nur am Titelgewinn. Natürlich auch, aber wenn man sich vorstellt, da waren 35 Millionen Menschen beim Endspiel dabei, zum wiederholten Mal übrigens mehr Frauen als Männer. Das passiert in der Bundesliga natürlich nicht, aber es zeigt sich, dass bei solchen großen Events auch die Frauen zuschauen und zeigt, wie groß das Interesse am Fußball sein kann und sein ist. Aber man muss auch sagen, das hat man uns auch bescheinigt, neben einem ganz guten Programm, dass es in anderen Ländern nicht so gelungen ist, diese Fußballweltmeisterschaft auch auf die Straßen, auf die Plätze zu tragen, wie bei uns, weil es bei uns im Free-TV zumindest war, das konnte jeder sehen. In den Ländern, zum Beispiel England, die waren noch nicht so erfolgreich, die waren schon früher wieder zu Hause, das war richtig, aber wo man abends wechseln musste, wer überträgt denn jetzt, Pay-TV, Free-TV, welcher Sender, da ist es auch nicht gelungen, dieses Ereignis so auf die Straßen zu bringen. Ähnlich ist es bei Olympischen Spielen. Olympische Spiele haben ja auch heute ein Zuschauerproblem. So toll war das mit den Quoten in Sochi auch nicht. Für unsere Verhältnisse schon ja, aber wenn man sich vorstellt, wenn man auch auf den Altersschnitt guckt, dass auch immer weniger junge Menschen bei solchen Winterspielen oder bei Olympischen Spielen zuschauen. Also es ist ein Kampf. Es kommt ja aber nicht von ungefähr, dass gerade die Rechte ja für das Free-TV auch gesichert sind. Das hat ja die Politik bis hin nach Brüssel eben klar festgelegt, dass Olympische Spiele, dass Fußball-Weltmeisterschaften, dass Fußball-Europameisterschaften geschützt sind, dass sie im Free-TV zu sehen sein müssen, damit dafür nicht noch zusätzliches Geld aufgebracht wird. Und ich glaube, dieser Verpflichtung kommen wir natürlich gerne nach, weil wir da auch zeigen können, welche Sportkompetenz wir haben. Das läuft im Winter besser, an den von dir angesprochenen langen Wintersporttagen.
weil von Eisschnelllauf bis Biathlon, von Skispringen bis Skialpin, das hat alles was mit Schnee, mit Eis zu tun, von Hackel bis Diesel, das sind alles Typen, die aus unserer Region kommen, die auch irgendwie zusammenpassen. Im Sommer sieht das anders aus. Wenn ich erst reiten, also erstmal sind im Sommer viel mehr Menschen unterwegs und nicht zu Hause, gucken also auch kein Fernsehen, Gott sei Dank, machen selber Sport, gehen wandern, sind im Urlaub. Aber da beißen sich auch manche Sportarten. Wenn ich erst Reiten bringe und dann Motorsport, dann treffen die Tierschützer auf die Benziner. Das ist im Winter nicht so der Fall. Im Winter kommt auch der Tourismus dazu. Oh, meine 94-jährige Mutter, die leider bei solchen Diskussionen immer herhalten muss, die guckt das ganz anders. Sie sagt, Mensch, Oberstdorf, da war ich doch noch mal, da könnte ich vielleicht noch mal hinfahren. Kitzbühel ist schon ein bisschen zu weit. Ja? Also da kommen viele, viele, viele Geschichten hin, viele, viele Geschichten dazu. Deswegen gelingt uns das im Winter eigentlich besser. Aber natürlich finde ich ganz persönlich, dass natürlich auch der, früher hieß es mal Gebühren, jetzt heißt es Abgabe, ich bin ja auch Konsument, ich zahle ja auch Fernsehgebühren, dass der natürlich auch das Recht auf Sport haben muss, auf großen Sport wie auch auf kleinen. PTV, Stichwort ist gefallen. Volker Winter. Normalerweise würde ich Sie bei einer öffentlich-rechtlichen Anstalt als Justiziar von Sky vorstellen. Solche Begriffe kennen Sie und mögen Sie nicht. Aber bei euch muss es, wie heißt das, ich weiß, wenn ich merken könnte, Executive Vice President oder wie heißt das? Ist, der Titel Senior Vice President, da kommt eindeutig hervor, dass wir einen Hauptgesellschafter haben, der nicht aus Deutschland kommt, der diesem Unternehmen sehr viel Gutes eingebracht hat, neben vernünftigen Strukturen und einer ganz klaren Strategie, was unsere Geschäftsentwicklung angeht. Haben wir natürlich auch eine neue Managementstruktur bekommen und die setzt ganz normal mit dem Vorstand auf und dann wird runterdekliniert Executive Vice President, Senior Vice President und dann gibt es noch eine ganze Liste anderer Tätigkeiten. Für mich, ich selber kann sagen, ich bin mehr oder minder 17 Jahre jetzt im Sportrechtebereich tätig. Ich bin von Hause aus Jurist, habe die Kirchzeit mitgemacht, habe am DSF angefangen, habe dann 2003 den Rechtebereich bei Premiere übernommen, habe also die guten und die schlechten Zeiten miterlebt, insofern Verlust der Bundesliga, zurückkommen, politische Auseinandersetzungen mit den Kollegen der Öffentlich-Rechtlichen in Brüssel, über den Clash, Olympia-Rechteerwerb, Schutzlisten, also sind ganz viele Themen, die der Kollege Rabe schon angesprochen hat. Das würde aus meiner Sicht heute Abend noch eine zweite Diskussion erfordern, um da überall in der Tiefe darauf zu antworten oder auch unsere Position zu machen. Aus unserer Sicht, unser Ziel ist es letztendlich mit Sky das beste Unterhaltungsprogramm in Deutschland und in Österreich anzubieten und aus unserer Sicht ist Sport einfach schlicht und ergreifend die beste Unterhaltungsform, weil das ist nicht fiktional, das ist keine Storyline, die dort steht, sondern da passiert etwas, was ich nicht reproduzieren kann, das ist jedes Mal wieder neu. Es schreibt unglaubliche Geschichten und das ist, glaube ich, das, was die Leute motiviert. Der große Unterschied von Sky ist, wir sind nicht Gebühren oder Abgaben finanziert, sondern das, was wir machen, muss letztendlich auf ein Geschäftsmodell aufsetzen, mit dem wir unsere Aktivitäten finanzieren können. In Deutschland ist Fußball fast Kulturgut, insofern treibt es unser Geschäft. Nichtsdestotrotz, ich war auch vor kurzem in Kitzbühel, da ging es auf dem berühmten Camp Beckenbauer, auch um die Thematik, die Zukunft des Sports, also was passiert, erschlägt der Fußball mit seiner Omnipräsenz, mit seiner Magnetwirkung, was die Finanzen angeht, letztendlich die Zukunft anderer Sportarten. Das glauben wir nicht. Wir haben in letzter Zeit, wir haben jetzt jüngst am Freitag bekannt gegeben, dass wir das Thema Handball bei uns mit in das Programm hineinnehmen. Grundvoraussetzung an der Stelle ist immer, dass wir uns mit dem Sport zusammensetzen und Geschäftsmodelle entwickeln, die es dem Sport und uns erlauben, nachhaltig zu wirtschaften, weil wir haben die Lehren gezogen, wir haben schwierige Zeiten gehabt, als wir aus der Kirchhistorie herausgekommen sind, wir haben schwierige Zeiten gehabt, als wir die Bundesliga-Rechte verloren haben und daraus hat die Unternehmung eine ganz klare Zielsetzung abgeleitet, das ist ein nachhaltiges Wirtschaften mit klaren Zielsetzungen, wo wir wissen, dass die Bundesliga und die Champions League für uns die Produkte sind, die letztendlich draußen die größte Öffentlichkeit finden, die größte Sogwirkung haben. Wir haben aber mit einer digitalen Plattform sehr viele Sportkanäle zu füllen. Das heißt, wir müssen mit Kreativität an das Thema gehen.
und haben dort zwei Antworten gefunden. Das eine, wir haben den Sender Sky Sport News gelauncht. Das ist für den Sport auch in Deutschland eine neue Plattform, in der wir im Jahr ungefähr über 100 verschiedene Sportarten im Bild berichten. Das ist auch die Message an den Sport. Wir sind auch im Gespräch mit dem Olympischen Sportbund und diversen Organisationen. Ich glaube, da muss auch ein Stück weit Umdenken einsetzen, wie Bildmaterial generiert wird, damit letztendlich auch eine Verwertungskette entstehen kann in dem Bereich. Das gibt uns aber die Möglichkeit, wirklich aktuell, wenn gutes Bildmaterial, wenn tolle Storys da sind, über andere Sportarten zu berichten. Daneben müssen wir auf unser Kerngeschäft, den Fußball, achten. Und wir versuchen natürlich, weil wir nicht nur Fußballkunden haben, wir bieten ein Produkt für die gesamte Familie an. Wir haben Kinderprogramm, wir haben fiktionales Programm, wir haben Serien. Wir wollen natürlich eigentlich ein Kaleidoskop des Sports abbilden und haben dort neben Golf das Thema Beachvolleyball dazu genommen. Das ist ein vollkommen neues Geschäftsmodell, wo wir nicht den Weg gegangen sind, klassisch einfach nur ein Sportrecht zu erwerben, sondern komplett als Unternehmen ins Risiko gegangen sind, in die Veranstalterrolle. Wir arbeiten mit einer Hamburger Agentur zusammen, setzen das um, haben dort auch mit den Öffentlich-Rechtlichen, weil dieser Sport noch Öffentlichkeit braucht, er ist in den Anfangsschuhen sozusagen, haben es geschafft, dass die deutsche Meisterschaft dann im NDR live übertragen worden ist. Und insofern sind wir auf einem Weg, dass wir neben der Dominanz des Fußball bei uns, das ist programmstundenmäßig, live-ereignismäßig, sicherlich das beherrschende Thema, versuchen auch über Sky Sport News zu identifizieren, wo reagieren die Menschen, wo haben wir einen Ausschlag, wo ist Interesse, wo können wir so etwas entwickeln, dass wir sagen, entweder es ist ein Gesamtkonzept, wo ich als Vermarkter Tickets, Sponsoring, Merchandise, alles mit abbilden kann, oder wo kann ich hineingehen, dass tatsächlich der Sport auch in die Rolle mit reinkommt, dass er als Botschafter im Endeffekt auch uns hilft, die Abos und unsere Plattform an den Fan zu bringen. Und da ist es einfach zum Beispiel so, als kleines Beispiel für Sie, die Bundesliga-Vereine sind heute, Borussia Dortmund ist für uns in Deutschland der wichtigste Retailer. BVB verkauft für Sky mehr Abos als jeder Mediamarkt in Deutschland. Also das zeigt, wie sich insgesamt das Verhältnis von Sky und dem Sport in den letzten Jahren verändert hat. Das ist ein sehr komplexer Prozess und der zeigt, dass wir uns wirklich gestaltend an das Thema Sport und die Zukunft und Medien heranbegeben müssen, weil ansonsten uns diverse Themen überholen werden. Und wir gucken auch immer mit einem gewissen Neid auf die Kollegen nach England oder in Italien, weil das sind gerade die Schwesterunternehmen und Märkte, die eine größere Vielfalt in ihrem Sportprodukt haben, trifft dort allerdings auch auf eine andere Sportkultur. Und da muss der Sport selber auch überlegen, er kann nicht die Konzepte einfach eins zu eins, die im Fußball funktionieren, übernehmen, sondern er muss individuelle Wege finden und er muss dort ganz stark auch in den Dialog mit allen Medien, also nicht nur klassisch auf Free-TV schielen, sondern Pay-Angebote haben heutzutage genauso eine hundertprozentige technische Reichweite in Deutschland. Also früher, als man über Schutzlisten gesprochen hat und Pay-TV vielleicht eine technische Durchdringung von 10% gehabt hat, da habe ich das verstanden, weil dann konnte man sagen, im Endeffekt, wenn ich mich für Pay entscheide, sind 90% der Haushalte ausgeschlossen, die haben technisch gar nicht die Möglichkeit ranzukommen. Heutzutage komme ich über OTT, über Mobile, über Kabel satt an 100% der Haushalte in Deutschland ran. Wir haben Kooperationen mit Vodafone, KDG, wir haben Kooperationen mit der Deutschen Telekom. Das ist nicht mehr das Thema. Und am Ende des Tages sind wir ganz ehrlich, worüber wir reden. Das ist ein hochkommerzielles Produkt, insbesondere der Fußball ist ein hochkommerzielles Produkt. Es ist ein Unterhaltungsprodukt. Und keiner würde in Frage stellen, dass, wenn ich ins Stadion gehe, Geld bezahlen muss. Und wir bewegen uns halt mit solchen Produkten nicht mehr in einem nationalen Markt, sondern die Bundesliga muss sich im europäischen Kontext behaupten. Das heißt, die müssen gucken, dass sie im Spielermarkt die richtigen Spieler bekommen, weil am Ende des Tages sind wir alle unglücklich, wenn die Bundesliga oder der Fußball oder die Nationalmannschaft grottenschlecht sind, dann kommt die Gegenreaktion. Also in diesem Mix, europäischer oder globaler Kontext, müssen wir schauen, dass wir Antworten finden, wie wir großen Sport, Fußball und kleineren Sport, ohne das despektierlich zu meinen, der einfach von der Öffentlichkeitswirksamkeit im Moment kleiner ist, sukzessive entwickeln.
Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten zu diskutieren. Ist es die individuelle Lösung, in Richtung eigene OTT-Plattformen zu schielen? Da ist halt der Hinweis, dass ich mich dort in einem Web bewege, da wird der Kollege sicherlich auch was zu sagen, was uferlos ist. Ich muss also in irgendeiner Form auch die Öffentlichkeit erreichen. Und das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit für kleine Sportarten. Wir haben es mit Volleyball, mit der Champions League versucht, haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie der BR. Hohe Bereitschaft, diesen Sport auszuüben, geringe Bereitschaft innerhalb der Sporttreibenden überhaupt dieses Ereignis zu verfolgen, wenn es medial abgebildet wird. Und da muss auch dann der Sport ansetzen, wie ich diese Brücke überwinden kann und an der Stelle letztendlich mehr Gedanken machen. Und dann gibt es auch eine Antwort darauf, ob der Fußball letztendlich andere Sportarten überleben lässt oder nicht. Sie haben die Nationalmannschaft angesprochen. Sie sind Nummer 1, rein schon temporär gesehen, in der Fußball-Bundesliga und in der Champions League. Warum haben Sie darauf verzichtet, zumindest einige Spiele, vielleicht auch später Spiele bei der Fußballweltmeisterschaft für die Rechte zu erwerben? Das ist uns nicht leicht gefallen. Wir haben jetzt dreimal Fußballweltmeisterschaften bei Sky übertragen, mit aus unserer Sicht sehr gutem Erfolg, auch wenn die Rechte nicht exklusiv gewesen sind. Die Unternehmung befindet sich allerdings jetzt in einer anderen Phase. Wir haben ein klares Commitment zur Fußball-Bundesliga und zur Champions League gegeben und selbst wenn die Rechte für nicht exklusive Rechte nicht so viel kosten, erwartet der Kunde einen bestimmten Standard bei uns. Und insofern reden wir dann bei der Übertragung einer Fußball-Weltmeisterschaft und wir haben das in der Vergangenheit immer sehr kosteneffizient mit einem 24-Stunden-Programm, mit einer sehr geringen Personalstärke gemacht, also von der Seite kosteneffizient. Aber es ist für uns im Moment von den Prioritäten wichtiger gewesen, unsere, ich nenne das Hausaufgaben im Thema Bundesliga zu machen, weil es ist für den Konsumenten sehr schwierig, wenn ich auf der einen Seite der Straße ein Abo abschließen kann, auf der anderen Seite der Straße, weil ich anders angebunden bin, außen vor bin. Insofern ist es für uns wichtig gewesen, tatsächlich derjenige, der sich für das Produkt interessiert, das Commitment abgeben zu können. Egal wo du bist, egal welche technische Lösung du haben willst, du hast den Zugang. Und da ist die Unternehmung einfach auch noch in einer Entwicklungsphase, wo wir nicht so viel Firepower haben, dass wir alles machen können. Und wir machen lieber die Bundesliga und Champions League richtig gut, dass es ein Genuss ist, das zu gucken, anstelle, dass wir uns verzetteln und an dieser Stelle uns überall breit machen, ohne es dann wirklich gut machen zu können. Und an der Stelle muss ich sagen, dass die Kollegen von ARD und ZDF einen sehr, sehr guten Job machen. Auch begrüßenswert ist, erstmalig aus einem Studio heraus synergetisch produziert worden ist. Und das heißt aber nicht für die Zukunft, dass das möglicherweise nicht mal wieder ein Thema werden kann für uns. Aber ich glaube, one step at a time. Und wir sind froh, dass wir jetzt zum Beispiel die Champions League Handball gemacht haben, weil wir glauben, das ist eine typisch deutsche Sportart, wahnsinnig viel Erfolg der deutschen Teilnehmer. In den letzten 5 Jahren haben wir 4 Sieger gestellt. Insofern sehen wir dort ein Potenzial. Vereine wie Kiel, wie Flensburg haben halt auch eine Mitgliederstruktur, wo ich genau das, was ich vorhin bei BVB angesprochen habe, glaube ich, auch in unser Geschäftsmodell übertragen kann, dass man mit diesen Vereinen arbeiten kann. Wir haben Fan-Receiver entwickelt, die vereinsgebrandet sind. Das sind Modelle, die wir dort verlängern können. Und das ist für uns die Herausforderung. Die Nationalmannschaft hat bis jetzt ein gutes Zuhause gehabt. Es ist ein gutes Ergänzungsprodukt. Aber wir haben mit der Bundesliga, dem DFB-Pokal, Champions League und der Europa League ein sehr hohes finanzielles Commitment Richtung Fußball schon getätigt. Und irgendwann, die UEFA ist nicht müde, neue Produkte zu erfinden. Die Qualifier sind ein Beispiel, die Nations League ist das nächste Beispiel. Und wenn wir, es gibt immer zwei Möglichkeiten im Wesentlichen im Sport, wenn man nicht gebührenfinanziert ist, das zu refinanzieren, das ist Werbegeld oder es sind Aboeinnahmen, das sind die, oder Entgelt für das Sehen. Und wenn ich in den Werbemarkt gehe und ich habe das nächste Produkt, bei dem ich nicht weiß, wie viel Interesse sich dann tatsächlich darum bildet, also mal abgesehen von der deutschen Nationalmannschaft, dann wird es relativ schwierig, ein sinnvolles Geschäftsmodell zu finden. Das ist der Grund, warum wir uns an der Stelle entschieden haben,
diesmal Nein zu sagen, so gern wir es aus programmlich redaktioneller Sicht gemacht hätten. Habt ihr euch aber sicher, jetzt möchte ich es mal bayerisch formulieren, nach dem Verlauf der WM, nach dem erfolgreichen Hintern gebissen, oder? Nee, wir haben es eher positiv gesehen, weil wir einfach mal eine ruhige Zeit hatten, es genießen konnten. Und insofern, wir hoffen, dass das kollateral hinten raus einfach die Begeisterung am Fußball weitertreibt. Und wir sind mit dem, was wir im Moment haben, sehr zufrieden und haben in dem Bereich trotzdem genügend Bedarf, uns weiterzuentwickeln und freuen uns darauf. Sie sind ein guter Verkäufer, Herr Winter, das muss ich schon sagen. Er hat den Kollegen angesprochen, der Kollege, das ist unser junges Gesicht, der den Altersschnitt heute hier am Tisch bedenklich senkt. Danke für das Kompliment. Lorenz Behringer, Lobeco GmbH heißt die Firma, macht Sportsponsoring, Beratung, CO hinten steht für Consulting, genau, oder? Richtig. Wo consultet ihr, um es in der Sprache mal auszudrücken? Insgesamt im Bereich Digital und Social Media, also sowohl im Bereich Sport als auch darüber hinaus. Dadurch, dass sich so viele technische Möglichkeiten ergeben, so viel Wandel und Innovation in dem Bereich entsteht, gibt es auch Anpassungsbedarf an Übertragung von Content, von Inhalten, nicht nur Live-Berichterstattung, sondern generell. Und sowohl Vereine, Verbände als auch Unternehmen müssen sich daran anpassen. Ja? Und viele brauchen da einfach auch Hilfe. Was kann man machen? Wie kann man Zielgruppen in der Zukunft erreichen? Wie verhalten sich insbesondere junge Konsumenten, auch von Sportinhalten? Und wie kann man Kanäle wie Social Media, Mobile und so weiter nutzen und da unterstützen in diesem Bereich? Sie waren 4 Jahre Teamleiter. Was Social Media anbelangt beim FC Bayern München, sind die jetzt noch beratend dort tätig. FC Bayern hat ein Web-TV, wo Vorbereitungsspiele aus den USA übertragen worden sind. Welche Zukunft hat so ein Projekt? Wird das die Zukunft sein? Denken Sie, wenn Sie uns so hören, das sind die alten Säcke, die reden noch vom Fernsehen der Steinzeit und in 10 Jahren werden die Jugendlichen das ganz anders verfolgen, da wird es überhaupt kein Fernsehen für sie, was den Fußball anbelangt, mehr geben, sondern die werden in anderer Form das konsumieren. Denken Sie so, wenn Sie uns so hören? Nein, also ich habe davor großen Respekt, vor allem vor professioneller Berichterstattung und Medienerstattung. Ich glaube, es geht ja nicht nur um Fernsehen, ja? Sie sind ja auch zuständig für Radio. Der Herr Winter hat angesprochen, Sky hat Übertragungsmöglichkeiten in allen Bereichen. Also es gibt ja dieses Produkt Sky Go beispielsweise. Das bedeutet, es wird sich schon angepasst an die unterschiedlichen Nutzungsverhalten der diversen Segmente. Und das wird sich sicherlich weiterentwickeln. Ja. Und wenn man zurückschaut, 2006 beispielsweise bei der Fußball-Weltmeisterschaft, wie sind da die Leute ins Stadion gegangen? Die hatten noch normale Kameras dabei, Digitalkameras oder klassische Kameras. Und das Handy hat man damals noch genutzt zum Telefonieren. Und heutzutage gehen die Leute ins Stadion, schießen Fotos und Selfies und laden diese dann über Social-Media-Kanäle hoch. Das heißt, von 2006 bis 2014 hat sich so enorm viel getan. Und beispielsweise Clubs oder Spieler bauen ihre eigenen Reichweiten auf und schaffen es, die Lücke zu schließen von Club oder von dem Spieler bis hin zum Endkonsumenten. Früher ging es eigentlich immer nur über den Weg externe Medien, Printmedien, über Radio, über TV und über Print. Und da hat sich sehr viel getan und der Konsument hat am Ende die Möglichkeit, Sport über ganz verschiedene Medienkanäle zu konsumieren. Nicht mehr nur über Print, Radio, TV, sondern eben auch über Mobile, über Desktop, also über PC. Und auch da nimmt die Anzahl der Kanäle und Plattformen nochmal enorm zu. Facebook, Twitter haben alleine jetzt bei der Weltmeisterschaft die größten Reichweiten überhaupt erzielt. Höher als US-Wahlkampf oder jedes andere Thema. Daher, der Wandel ist sehr, sehr groß, aber ich habe sehr großen Respekt vor einer professionellen Berichterstattung und ich glaube, diese Learnings, die man in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, die muss man einfach jetzt nur übertragen auf diesen Kanal. Stelle ich Ihnen mal eine ganz spießige Frage eines Traditionalisten. Wenn ich einen Mesut Özil erlebe, den nehme ich jetzt mal als Beispiel. Özil hat während der Weltmeisterschaft keinen einzigen Studioauftrag gehabt. Keinen einzigen. Er hat sich fast alle Interviews gezogen, auch nach dem Spiel, hat nur getwittert und über Facebook haben wir erfahren, wie Herr Özil denkt. Ist das wirklich die Zukunft des Fußballs?
Am Ende geht es ja um die Geschichte. Die Leute wollen ihren Idolen, ihren Vorbildern folgen und wollen wissen, wie geht's Özil, wie geht's Mertesacker. Zum Beispiel dieses Interview hat er ja im TV gegeben und hat dann diesen Ball wieder aufgenommen auf Facebook und Twitter. Und die Spieler haben jetzt die Möglichkeit, eben direkt den Endkunden zu erreichen und ihre Geschichte, die früher erzählt wurde, eben über die klassischen Medien und über TV, jetzt auch selbst direkt zu erzählen. Und insbesondere für junge Fans hat es einen sehr, sehr hohen Reiz, die Möglichkeit zu haben, ein Stück näher zu rücken, den Star greifbarer zu haben. Vielleicht antwortet mir Özil ja oder gibt mir ein Like. Ja, was ja auch teilweise. Lieber Herr Behringer, es ist eine Entfremdung zwischen dem Spieler und dem Zuschauer und dem Konsumenten. Özil ist überhaupt nicht mehr in der Lage, ein normales Interview zu führen. Der kommt rüber wie eine sterile Puppe, der gibt an, der hat es nie gelernt. Die Medienberatung müsste dort einsetzen und müsste mal sagen, du musst mal lernen, ein normales, wirklich persönlich gefärbtes, menschliches Interview wiederzugeben. Das kann der gar nicht mehr. Es ist nur gewohnt, zwei Sätze abzusondern über die Social Media und das war's dann. Und Zeitungen schreiben das auch ab, weil sie sonst gar keine Chance mehr haben, ein Interview zu bekommen. Das kann es doch nicht sein. Aber ich glaube, da haben 30 Millionen Follower auf seinen Kanälen, haben eine andere Meinung. Also die folgen ihm ja nicht, weil sie sagen, der bringt mir jetzt nicht mehr die Geschichte so rüber, qualitativ wie vielleicht früher, sondern ein emotionales Foto reicht diesen Fans aus. Das sind einfach Geschichten, die jetzt in anderen Formen erzählt werden. Und für die nächste Generation reichen teilweise 140 Zeichen auf Twitter. Werner, Mario Götze ist ein ähnliches Problem. Der gibt zwar Interviews, aber du merkst in jeder Phase, wenn man ihn persönlich ein bisschen kennt, weiß man, das ist alles nur nicht Götze, der sich da im Fernsehen präsentiert. Das kann es doch nicht sein. Wo liegen die Gefahren? Ich habe zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen in London 2012, als in unser Fernsehbild eingeblendet wurde, Nowitzki, Doppelpunkt, gratuliere euch. Und noch ein Satz dahinter, über Twitter. Da habe ich im Kollegenkreis gesagt, Freunde, wisst ihr, was das bedeutet? Wenn man sich heute anguckt, die Nachrichtenagenturen, die du gerade, du weißt, ich war auch mal bei einer, gesagt hast, die schreiben das ab, weil sie sonst nichts mehr bekommen. Das ist die Realität. Die Informationen kommen heute nicht mehr über die Nachrichtenagenturen, über dpa oder SED. Die kommen über Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Das Gute, das Schlechte ist dahingestellt. Ich habe aber damals zu meinen Kollegen gesagt, Freunde, das bedeutet, dass wir bald weniger Interviews machen werden, weil wir von den Spielern und von den Offiziellen das über Twitter bekommen. Und das bedeutet auch, dass wir weniger Experten haben werden, denn die passen sich ja auch diesen Vertriebswegen an. Es kam ja jetzt, wenn man ganz ehrlich ist, bei der Fußball-WM sogar eine ganz neue Bildsprache dazu. Den Besuch der Kanzlerin in der Kabine hatte weder Sky noch RTL noch ARD noch ZDF noch ein Rechteinhaber, sondern der ist getwittert worden, per Foto. Ja, und mich haben meine Kinder gefragt, sag mal, wie alt seid ihr denn? Habt ihr das denn? Habt ihr das nicht mehr? Seid ihr nicht mehr da? Das muss man als Realität sehen. Wir haben bei uns im Haus, und insofern mache ich mal ein bisschen Eigenreklame, unser neuer Intendant, also neu ist er ja schon gar nicht mehr, der hat das erkannt, der hat gesagt, wir definieren uns in Zukunft eben nicht mehr über Fernsehen, Hörfunk und online, sondern über die Trimedialität, über den Sport. Und da nutzen wir alle Ausspielwege. Das große Problem ist doch, ob man das gut findet oder nicht. Wir haben heute gerade in einer Sitzung diskutiert über den Altersdurchschnitt unserer Zuschauer. Ich spreche doch gerade die jungen Menschen nicht mehr über BR Alpha oder Bayern 3 oder sonst wen an, sondern über Twitter, über Facebook. Da muss ich auch im Netz sein, um sie zumindest auf mein Produkt, auf den BR aufmerksam zu machen, damit sie, wenn sie 40, 50 sind, wir sind noch alle so sozialisiert worden. Du hast das so nett mit der Gnade der frühen Geburt hier bezeichnet. Bei uns war es noch klar, 20 Uhr Tagesschau, 18 Uhr Sonntag Sportschau. Meine Kinder, die du auch kennst, die inzwischen auch schon über 30 sind, ich sage Günter Netzer, Experte, wer war das denn? Ja, da waren die, als der gespielt hat, waren die noch gar nicht geboren. Und auch da ist diese Medienlandschaft hat sich unglaublich verändert. Natürlich ärgern wir uns auch, wenn der FC Bayern sagt, also bei dem und dem Termin, da dreht
Bayern TV und ihr kriegt dann einen Zusammenschnitt und könnt euch das aussuchen, was ihr haben wollt. Ist aber die Realität. Dortmund ja, verkauft auch nicht nur Sky-Anträge, sondern macht auch eigene Bilder, die man dann anderen zur Verfügung stellt. Und da müssen wir uns dran gewöhnen, auch in unserer Sprache. Ich sage, wir müssen auch unsere Beiträge, die wir im BR machen, auch über Sport, so interessant gestalten, dass wir sie auch bei Google und YouTube und was es alles gibt, einstellen können, um dort auch wiederum die jungen Leute anzusprechen, damit die eines Tages mal überhaupt zu uns zurückfinden. Es ist richtig, dass Herr Özil und Herr Götze heute nicht gerade die eloquentesten Interviewpartner mehr sind. Geschult worden sind sie aber, nur eben in eine andere Richtung. Ja, natürlich macht der FC Bayern auch Interviewschulung, ja, und hat das schon, ist das bei Schumacher gemacht worden und hat man auch im Wintersport gemacht. Aber es geht eben auf andere, auf die 141 Zeichen. In denen drücke ich mich aus. Und da müssen wir zwar noch einen Gegenpol setzen, da müssen wir weiter kommentieren und auch gute Interviews machen und gute Programme, aber man muss sehen, Sie haben das gesagt, wie schnell sich die Medienlandschaft verändert hat. Und ich sage voraus, das geht jetzt noch viel schneller. Ja, wenn ich wüsste, wenn mein Haus heute diskutiert, 2020, neues Datum, ich weiß nicht, was dann tatsächlich schon alles möglich ist. Im technischen Bereich, im inhaltlichen Bereich und darauf muss man sich einstellen. Das hat der Winter auch richtig gesagt. Da brauchen wir zum Beispiel auch die Sportverbände. Ich sage mal noch ganz schnell ein Beispiel. Uli Hoeneß kam zu mir, gesagt, ich habe ein ganz tolles Produkt, Basketball. Du überträgst jetzt das erste Spiel, ausverkaufte Olympiahalle, da hast du eine Quote, da gehst du in die Geschichte ein. Ja, wir haben es dann nach langen Diskussionen übertragen. Wir haben aber vorher einen kleinen Zettel in den Umschlag gesteckt, er hat seine Zuschauerzahl draufgeschrieben und ich meine. Selbst ich hatte sie noch viel zu hoch eingeschätzt. Aber eines hat er immer gesagt und immer betont, auch die anderen Sportarten profitieren vom Fußball. Wenn ihr eine Punkt-Sport-Sendung macht, in der zunächst der FC Bayern vorkommt, habt ihr die Zuschauerquote XY. Und wenn dann Volleyball, wenn dann Basketball, wenn dann Ski kommt, profitiert auch der andere Sport vom Fußball. Und aber der andere Sport muss sich auch auf die ganz neuen Medien einstellen. Das tut ja der Fußball, macht das perfekt. Herr Winter, ich habe in der Vorher schon gesagt, ich bin ein begeisterter Zuschauer eures neuen Sportkanals, eures News-Kanals. Und in denen haben auch Dinge Einzug gehalten, die hätte es früher bei Sky nie gegeben. Früher hat es ganz normale Interviews gegeben, mittlerweile, vielleicht auch in Ermangelung von O-Tönen, werden die ganzen Twitter-Nummern eingeblendet, die werden zitiert, das ist das Erste, was man macht. Übrigens hat der XY und da kommt Hans Sapa, ja, Weltmeister, ehemaliger Spieler, von dem würde keiner mehr sprechen, wenn er nicht ständig im Bild wäre, weil er wieder irgendwas gezwitschert hat. Und, was mir auch auffällt, ihr habt viele Menschen jetzt über eine Stunde oder eineinhalb am Telefon am Nachmittag. Es gibt Sendungen, wo Zuschauer auf diese Art und Weise interaktiv beteiligt werden. Ist da ein Umdenken auch bei euch schon vonstatten gegangen? Ja, ich muss grinsen, weil eigentlich im Moment jedes Medienunternehmen sich oder fast alle Unternehmen das Thema Social Media ganz groß auf die Fahne schreiben. Auch wir behaupten von uns, dass wir in Deutschland ganz vorne an der Front sind, was Social Media angeht. Das Thema Social Media wird den Journalismus in der Art und Weise, wie er entsteht, also wie Journalismus gelebt wird, aus unserer Sicht komplett verändern. Social Media wird sich irgendwann die Frage stellen lassen müssen, ob das, was dort alles passiert, immer relevant ist, weil am Ende des Tages wird es sich an der Stelle über die Relevanz auch entscheiden. Da passiert viel zu viel Belangloses. Und es ist weniger für uns die Frage, sind es 140 Zeichen, sondern wie bekomme ich eigentlich diese Kanäle letztendlich auch sinnvoll verwoben. Im Moment sind das eigentlich noch ein Stück weit Parallelwelten. Das ist ein Experimentieren von unserer Seite aus. Wie bekomme ich eigentlich das Problem, was die klassischen Medien haben, dass es Lean Back ist, wo der Konsument keine Möglichkeit hat zu interagieren, in eine neue Welt übersetzt. Ich habe Chats, ich habe im webbasierten, also IP-basierten Produkten immer die Möglichkeit, in irgendeiner Form zu reagieren. Und für uns ist die Herausforderung halt dieses Erlebnis, wir müssen innovativ sein, wir wollen auch innovativ sein. Wir haben seit 2009 unglaublich viel an unserer Plattform gearbeitet, den Service verbessert.
Und dazu gehört natürlich auch die Fragestellung, was bedeutet oder wie sieht ein Sky der Zukunft aus? Wie bringe ich Social Media auch authentisch rüber, dass diese Interaktion auch akzeptiert wird? Und da ist es für uns durchaus schwierig zu erkennen, welche Tweets, welche Messages wirklich relevant sind. Und wir erfahren das Gleiche. Wir befinden uns in einem ganz anderen Wettbewerb, als das früher der Fall gewesen ist. Da haben wir uns vielleicht mit dem Kollegen von der Sportschau gekabbelt um das beste Interview. Heute geht es tatsächlich um FC Bayern TV und BVB. Und aus unserer Sicht müssen sich alle Beteiligten die Frage auch stellen der Wertschöpfung. Also wenn ich zwar diese wahnsinnigen Follower-Zahlen sehe, die einzelne Fußballer haben, die wunderbar für ihre Sponsorverträge möglicherweise kommerzialisiert werden können. Wir haben auch mal ein Experiment gestartet mit einer Unternehmung Faces, wo wir Spieler vermarktet haben, wo es wirklich auch darum geht, was ist der Kern eines Spielers? Der kann unheimlich viel Follower haben, wenn er nicht wirklich eine klare, wie ein Markenprodukt ein klares Profil hat, wird er das nicht kapitalisieren können. Und ich glaube, da ist eine Dynamik, die noch nicht zueinander gefunden hat, wo wir mit unseren neuen Formen versuchen, einen Spagat hinzubekommen und uns auch die Frage stellen, wir wollen seriösen Journalismus machen. Das ist die Frage, sind die Experten noch bekannt in der jungen Zielgruppe? Auf der anderen Seite, wenn man Focus-Groups mit jungen Menschen macht, dann kommt da eigentlich ein relativ tradiertes Sehverhalten raus. Die wollen im Sport eigentlich das Live-Erlebnis hochwertig aufbereitet haben. Da gibt es überhaupt gar nichts zu deuteln. Und dann ist es einfach nur die Frage, wie geht es außerhalb dieses Premium-Produkts dann weiter? Und da ist es halt, dass die Vereine oder die Sportler unglaubliche Wachstumszahlen generieren können, die sich fantastisch anhören, die aber eigentlich noch nicht wirklich richtig im Wirtschaftskreislauf integriert sind. Das ist noch so ein bisschen unrund, die beiden Systeme oder die Mehrfachsysteme, die es im Sport oder in der Unterhaltungsindustrie gibt. Und da sind wir dabei, halt für uns einen Weg zu finden, wo wir versuchen, das zu harmonisieren, ohne uns selber zu verkaufen. Also zu gucken, was ist glaubwürdig, einfach nur die Anzahl der Zeichen in einer Nachricht zu reduzieren, einfach nur ins Social Web zu gehen, das wird nicht akzeptiert werden, da müssen wir andere Lösungen haben. Wenn ich es mal überspitze, sitzt insofern in einem Boot, wenn Sie das mal zu Ende denken. Ein Zeitungsverleger schickt seine Journalisten zu Veranstaltungen. Es kostet teilweise sehr viel Geld. Und die sind vor Ort, weil sie von vor Ort auch O-Töne einfangen sollen. Und Sie machen es genauso und der Werner macht es genauso. Und jetzt geht ein Großteil, und zwar prominente Mitglieder der neuen Spielergeneration, geht an den Menschen vorbei, weil sie ja schon aus der Kabine irgendwas getwittert haben, das soll man gefälligst lesen und dann weiß man ja, was sie so denken. Das kann es doch nicht sein. Und da bin ich bei dem, was ich gesagt habe, es ist die Frage, was hat überhaupt Relevanz? Also und das wird uns unterscheiden. Also wirklich rauszuarbeiten, was ist eine interessante Information, was ist eine Nachricht, die auch die jungen oder unterschiedliche Zielgruppen anspricht, das wird auch viel heterogener sein als das, was wir in unserem tradierten Denken alle mit uns schleppen. Also diese Unterscheidungen, Fernsehen, IP, IPTV, das sind eigentlich nur Schlagwörter gewesen, wo wir technische Lösungen finden mussten in einer Entwicklung, um eine Information A zum Punkt B zu bringen. Heute brauche ich keine Sendelizenz mehr, ich bin über das Web in der Lage, meine Inhalte zu transportieren, aber ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ich muss Aufmerksamkeit damit kriegen, das kriege ich nur über Relevanz und da wird sich relativ schnell auch zeigen, dass auch die junge Zielgruppe auch im Social Web darauf reagiert, wenn da nicht wirklich was Vernünftiges gepostet wird, dann wird da auch nichts passieren, dann wird das irgendwann abstürzen und dann kommt, wie bei Özil, Götze angesprochen, dann wird auch die junge Zielgruppe erkennen, das ist eigentlich nur eine Schablone, das ist nicht wirklich das, was mich interessiert. Und das ist halt auch die Schwierigkeit der jungen Generation, die wollen irgendwo an diesem Hype ein Stück weit teilhaben. Und darauf müssen wir in der Medienumsetzung letztendlich auch Antworten finden. Aber jetzt zahlen Sie unglaublich viel Geld für die Fußballrechte. Kann man da nicht, Frage an den, ich sage nochmal, Justiziar, einklagen, ein solches Recht, dass man genauso das Recht auf O-Töne, und zwar nach jedem Spiel hat, von wem auch immer. Schweinsteiger hat es ja genauso gemacht bei der WM. Hinterher war der Hero aufgrund des Finales, aber die ersten zwei Wochen ging er jedem Interview aus dem Wege.
also wenn ich eins in den vielen Jahren gelernt habe, dass wir die medienpolitische Landschaft nicht ohne weiteres aus den Angeln heben, und genauso ist mit den Rechten, die werde ich nicht über Prozesse gewinnen, sondern die muss ich durch Konzepte, durch inhaltliche Konzepte und Geschäftsmodelle gewinnen. Und das ist etwas, was solche Verträge sehen das ja mittlerweile vor, dass wir Erstzugriffrecht an der Flash-Position haben, etc. Das ist alles heute. Verträge sind heute, früher hat ein Bundesliga-Vertrag, hart formuliert, vielleicht 20 Seiten gehabt. Heutzutage mit sämtlichen Anlagen bin ich bei einem riesen Vertragswerk von viel, viel mehr Seiten. Da ist ganz genau geregelt, wer wie wann was darf. Aber wenn ich eine leere Aussage bekomme, habe ich ein Interview bekommen. Wie will ich das sanktionieren? Das heißt, ich muss mit diesen Menschen arbeiten, und nur indem ich mit ihnen arbeite und eine Vertrauensbasis aufbaue, und das ist auch im Social Web der Schlüssel, ich muss in diesem Bereich mit den Menschen nachhaltig glaubhaft sein, ansonsten wird da nichts passieren. Und für uns ist es in der Tat schwierig, wir investieren viel in ein Kernprodukt, und dann kommen plötzlich diese Situationen hinzu, dass eine Mannschaftsausstellung im Vereins-TV präsentiert wird, wo wir sagen, das ist aus unserer Sicht eigentlich ein Annexrecht, das gehört eigentlich zur Live-Berichterstattung. Da bewegen wir uns im Spannungsfeld, was sich justieren muss. Das ist viel Arbeit, und das ist, wir haben im Eingangsgespräch darüber gesprochen, das ist nicht mehr wie früher, wo sich vier Leute treffen und eine wirtschaftliche Vorstellung haben. Ich muss heute in solchen Gesprächen auf vielen Ebenen mit meinen Partnern sprechen. Das ist nicht nur noch Juristen, die zusammensitzen, da kommen Marketingleute, da kommen Produktioner, da kommen PR-Leute etc. Und da ist natürlich ein Konkurrenzverhältnis zum Sport, der wachsen will, der sich im internationalen Wettbewerb befindet, der auch guckt, was kann ich an der linken oder rechten Ecke noch mitnehmen. Und da werde ich nicht als Jurist die Schlacht gewinnen. Blödes Wort, aber oft gebraucht, sondern im Endeffekt muss ich die Leute durch Konzepte, durch Plattformen, Sky Sport News, gewinnen, dass ich sage, ich kriege auch die Nachricht raus, es wird seriös gemacht, wenn wir da Bullshit machen und die Leute falsch behandeln, wird der Zugang für uns wesentlich schwerer. Und das ist das, was die Leute bei uns erwarten, hochwertige, seriöse, aber unterhaltenden Sportjournalismus. Ja, du musst mir sagen. Ich wollte nur ganz kurz zum Thema Özil was sagen. Man muss ja auch eines dabei bedenken. Früher hätte ich gesagt, die Firma mit den drei Streifen, heute sage ich die gerade in Manchester sich teuer eingekauft hat, die haben ja auch einen Exklusivvertrag mit diesem jungen Mann. Die stellen teilweise ihre Werbung ein, die klassische Werbung, Anzeigen, Trailer, Teaser, sondern gehen mit dem in Facebook. Ja, der muss dann bitte auch, wie überraschenderweise, ich sage jetzt mal provokant, statistisch, sicherlich nicht einleuchtend, ein Model als Freundin haben. Von 24 Weltmeistern haben wir, glaube ich, 18 Model als Lebensgefährtin. Die Statistik erschließt sich mir nicht auch ganz. Und dann wird eben über dieses Paar auch Werbung betrieben. Und auch der erfüllt ja eine Rolle, die sich natürlich von der des freizügigen Interviewers unterscheidet. Und der Rechteinhaber wird ja immer sagen, ja, selbstverständlich bekommt ihr die Interviews. In der Mixzone steht ihr, könnt ihr abgreifen. Aber das Persönlichkeitsrecht des einzelnen Spielers, das können wir euch nicht gratulieren. Und irgendeinen schicken sie hier schon hin. Ich erinnere mich noch gut, wenn wir zwei zum Länderspiel gegangen sind und hätten damals zu Wolfgang Jesbach, der heutige DFB-Präsident, damals Pressesprecher, gesagt, wir wollen Sepp Maier haben, und er hätte gesagt, kriegt er nicht, ihr kriegt Uli Hoeneß, hätten wir uns beschwert. Heute bist du froh, dass du überhaupt einen bekommst. Das ist auch die Medienlandschaft, und den musst du nehmen, friss oder stirb. Und der wird ausgeguckt, der ist morgens auf DFB.net, der ist mittags bei Sky, der ist im Nachtmagazin bei uns, ja, und der wird auch noch den Zeitungen zur Verfügung gestellt, die übrigens auch noch, und das muss man auch in der Medienlandschaft sehen, die inzwischen ja auch bewegte Bilder machen. Die treten ja auch nicht mehr nur auf und sagen, wir schreiben große Berichte, sondern die schicken ihre Leute, wie auch die Nachrichtenagenturen, auch schon mit einer Kamera los. Und die gehen auch in die Mixzone rein, da kommen sie zumindest hin, wenn sie sonst auch, wie gesagt, keine Rechte haben, und sagen dann, weil wir nicht am Ende der Verwertungskette stehen wollen und der Spieler uns dann schon abwimmelt, weil er sagt, die Frage habe ich schon 27 Leuten beantwortet, da drehen wir gleichzeitig auch wieder mit der Kamera. Reduzieren natürlich auch das Angebot auf den einen Spieler, und das
sind die Probleme der Medienlandschaft. Herr Lommer, wenn Sie die Diskussion so verfolgen, welche Gedanken befallen dem BRSV-Präsidenten diesbezüglich? Ist das eine fremde Welt? Also zurzeit ist es sicher eine fremde Welt. Wir sind in vielen Verbänden fast vorsintflutlich, was diese neuen Medien betrifft. Der einzige Verband in Bayern, der hier schon ziemlich weit ist, ist der Bayerische Fußballverband. Das kann ich sagen, ich war ja bis vor kurzem im Präsidium dieses Verbandes und kenne die Situation. Aber dazu bedarf es natürlich auch Geld, um das Ganze aufzubauen. Und das hat bei uns in Bayern nur der Fußball. Ist also auch wieder die Frage des Geldes. Und man hat hier rechtzeitig erkannt, dass das notwendig ist. Das machen wir ganz geschickt. Die Zahlen, die uns ständig übermittelt wurden, beweisen das. Die sind in einem Maße steigend, dass es uns selbst überrascht hat. Und es ist klar, dass das die Zukunft ist. Wenn ich zum vorherigen Gespräch noch was sagen darf, ich weiß nicht, ob die Art und Weise, wie man bisher solche Spiele verkauft hat, auch für junge Leute überhaupt interessant ist. Ich war Lehrer bis vor 4 Jahren, kenne die Sprache der Jugend ein bisschen. Da heißt es, was labern die ganze Zeit? Diese ständigen Vorberichte. Ich war bei allen Spielen in einem großen Kino mit 1000 Leuten bei uns in Kahn, Kleinstadt. Während der Zeit sind die ständig rausgelaufen und haben draußen Popcorn oder sonst irgendwas genascht und kamen dann erst wieder zum Spiel. Ich glaube, das ist auch gar nicht mehr so gewünscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es auch nicht mehr hören, weil es sich ja ständig wiederholt. Was soll man denn noch Neues fragen? Und ich verstehe auch die Nationalspieler teilweise, die sich da abgekämpft haben, dann 5 Minuten oder 10 Minuten nach Spielende jetzt zum ersten Interview bereitstehen sollen und dann noch was Gescheites sagen sollen. Und da ist die Mentalität dieser Spieler auch eine ganz andere. Der Müller kommt deswegen so gut an, weil er die Sprache der jungen Menschen spricht. Der sagt halt einmal Worte, die man im normalen Umgang vielleicht nicht verwenden würde, aber das ist original und deswegen kommt es an. Und deswegen, glaube ich, sind die Verbände gefordert. Wir als BLSV, wir sind zurzeit dabei. Wir sind in einem großen Umstrukturierungsprozess, wo das eine wesentliche Rolle spielt. Nur bei uns ist es ganz anders. Wir haben keine Ergebnisse zu vermitteln, wir haben keine Nachrichten weiterzugeben, wir haben keine Sportler, die wir anbieten können. Das müssen die Fachverbände tun. Und bei denen wird mit wenigen Ausnahmen, ich nenne da mal Ski zum Beispiel, auch die großen, vielleicht Handball, mit wenigen Ausnahmen wird es sicher noch sehr lange dauern, bis die in der Lage sind, so etwas überhaupt anzubieten, weil man ja auch nicht vergessen darf, die meisten sind ehrenamtlich geführt. Und wenn man die Altersstruktur des Ehrenamts aussieht, ich bin wohl ein Beispiel dafür, dann sind die so weit weg von den modernen Medien, dass sie damit selbst gar nichts anfangen können. Aber es wächst eine neue Generation in Vereinen und Verbänden nach. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass in den nächsten Jahren da sicher einiges passiert. Jetzt bin ich mal Mitdiskutant in dem Falle. So interpretiere ich unsere Rolle hier mal. Also Thomas Müller bestätigt ja genau das, was ich gesagt habe. Thomas Müller stellt sich jedem Interview. Der ist noch nicht ein einziges Mal einem Journalisten, und wenn er noch so auf Bayerisch gesagt Scheiße gespielt hat, steht der immer da und sagt irgendwas. Und meistens auch noch was Tolles, was Natürliches. Aber Özil, wer Özil im Training gesehen hat, so wie ich noch das Glück hatte, ihn zu sehen, der macht im Training Dinge, da können andere Fußballer auf der Welt nur mit den Ohren schlackern. So ein geniales Talent ist das. Aber die Körpersprache auf dem Feld ist die gleiche, die er vor der Fernsehkamera hat, nämlich keine. Das ist der Punkt. Und wenn man die Leute so ausufern lässt, dass sie sich nur noch anonym äußern, dann führt das dazu, dass der auf dem Spielfeld keine Persönlichkeit mehr ist. Das ist meine Meinung. Ja, es ist vollkommen richtig. Aber Herr Rumbauer, ich glaube, auch sowas muss man lernen. Der eine kann es und der andere nicht. Wir hatten Lehrer, die konnten es, die hätten es nie gelernt. Und dann ist es schwierig. Und wir hatten solche, die hätten das gar nicht lernen müssen. Die haben sich reingestellt und kommen an. Und der Müller ist halt einer, der ist so locker. Die Leute sind ja wahnsinnig jung. Wenn ich Götze, Özil anschaue, dann sind die in einem Alter, wo man es nicht gewohnt ist, jeden Tag im Blickpunkt zu stehen, vor laufenden Fernsehkameras zu stehen. Und deswegen, glaube ich, sollte man Verständnis für die aufbringen. Das ist sicher auch
eine gewisse Unsicherheit, die haben es halt noch nicht gelernt. Wenn sie bei einem guten Verein sind, dann werden sie das über kurz oder lang können, weil es auch im Interesse des Vereins sein muss, den auch medial zu verkaufen. Aber ich habe also schon Verständnis für diese jungen Leute, wenn sie ja sagen, jetzt muss ich wieder mehr oder weniger auf die gleiche Frage antworten, die ich das letzte Mal schon beantwortet habe. Denn recht viel Neues kommt ja meistens gar nicht. Ich habe ja eingangs schon gesagt, wir interpretieren das als offene Runde. Tobias Bannersoll war früher selbst ein Weltklasse-Skifahrer, hat den Finger gehoben. Tobi, herzlich gern. Ich bin überzeugt davon, wir hätten die Olympischen Spiele bekommen, wenn wir in der Lage gewesen wären, unsere Mitglieder allein in München über Social Media zu mobilisieren. Und das ist uns nicht gelungen, weil die Vereine darauf einfach noch gar nicht vorbereitet waren. Und das ist eine Aufgabe der Zukunft. Das weiß übrigens auch der DOSB. Wir hatten bei der letzten Sitzung der Landessportbünde das als Thema, dass wir hier auf jeden Fall einsteigen müssen. Wir müssen einen näheren Kontakt über diese Medien zu unseren Mitgliedern bekommen. Das, was der Tobi Bannersoll gesagt hat, wenn Frau Riesch erklärt, hat 3 Kilo abgenommen, wenn sie das twittert, kann der Journalist genau die gleiche Geschichte machen. Es ist ja nur eine Informationsquelle. Ja? Sie hat eine Möglichkeit, sie erzählt es dann nicht einem, der das vielleicht anders interpretiert, sondern mehreren. Unsere Informationsquellen sind vielseitiger geworden, sind mehr geworden. Das, was Herr Winter gesagt hat, wir müssen auch prüfen, ist das korrekt? Ja, wir müssen unsere Kompetenz damit jeden Tag unter Beweis stellen. Und ich sage mal ein Beispiel, was mir auch nicht geschmeckt hat. Als jetzt RTL die Länderspiele zum ersten Mal übertragen hat, war ich in Hamburg in der S-Bahn und da stiegen 2 junge Menschen ein und sagten, so eine Scheiße, jetzt sind die Länderspiele immer noch nicht bei Sky. Dann waren sie erst schon bei dem verschlafenen ARD und ZDF. Jetzt immer noch nicht bei Sky. Ja, das ist, junge Leute leben schon mit Pay-TV. Ihr macht das auch sehr gut mit Grafiken, mit der Möglichkeit zu reagieren. Da kommen wir noch sehr verstaubt her. Ja, da müssen auch wir dran arbeiten und eben auch die Sportverbände. Das fängt von der Information an, fängt auch von den Wettkampfformen an. Ja, uns wird ja immer, wie gesagt, vorgeworfen, ja, Biathlon habt ihr groß gemacht. Ja, warum haben wir Biathlon groß gemacht? Weil die mit uns erkannt haben, dass diese Sportart Potenzial hat
und sie haben neue Wettkampfformen entwickelt, ohne den Sport als solches total zu verändern. Aber die haben auch gesehen, Kampf Mann gegen Mann ist interessanter, als wenn einer in den Wald ranläuft, wieder rauskommt, zweimal ballert und wieder verschwindet. Ja, und da müssen auch die Sportverbände mitarbeiten, die meisten tun es ja auch. Ist nicht das Allheilmittel, manche haben was geändert und das ist dann trotzdem nicht besser geworden. Aber da muss es zu einem echten Gespräch kommen und ich glaube auch untereinander müssen die Medien merken, dass wir ja gar nicht uns immer nur auf die Konkurrenz berufen, dass wir sagen, oh, die Bösen von Sky, die haben jetzt vor uns das Interview oder die haben das Recht und wir haben genau dieses nicht, sondern man muss insgesamt, müssen wir uns alle die Frage stellen, der Fußball und die Medien, machen wir nicht ein bisschen zu viel? Wir gehen alle schon inzwischen in die vierte Liga, ja, bieten da schon fleißig und sagen, Mensch, dort machen wir auch noch Quote. Ja, dann würden sich andere Sportarten die Finger schlecken. Aber das muss ein Zusammenspiel sein. Da müssen die Verbände mitspielen. Der Zuschauer muss auch erkennen, was wir damit wollen. Ja, der ist sehr träge. Sie haben das mit Beachvolleyball gesagt. Wir haben es nicht nur am NDR übertragen, wir haben das in der ARD übertragen. Bei Olympia 7 Millionen Zuschauer beim Endspiel, wenn es um die Goldmedaille geht. Curling 8. Ja, selbstverständlich, natürlich. Ja. Aber nur bei Olympia. Aber nur bei Olympia. Ansonsten, ja, ich hab vorhin das Beispiel Kerber mit dem Tennis gebracht. Uns hat nicht ein Zuschauer angerufen, hat gesagt, übertrag mal Wimbledon. Aber in dem Moment, wo es, ja, das ist auch ein typisch deutsches Problem, es muss auch um was gehen. Ja, es muss Schwarz-Rot-Gold aufbringen und wir müssen möglichst gewinnen. Ja. Dann sind die da. Aber da muss man ein mediales Umfeld, wie gesagt, auch erzeugen. Mich ärgert grundsätzlich, wenn eine große Münchner bundesweit vertriebene Tageszeitung eben ganz einfach sagt, das ist eine Fernsehsportart. Profiboxen ist nur noch für das Fernsehen da. Biathlon ist nur noch für das Fernsehen da. Ich finde, so kann man nicht argumentieren. Ja? Das ist, es gibt telegene Sportarten und es gibt weniger telegene. Ja? Nur man muss wirklich da auch uns gegenüber wirklich fair sein und auch zeigen, dass wir uns wohl bemühen, aber man muss das auch anerkennen. Herr Lommer, wie machen Sie das?